Jetzt wird's klappen. Leute, heute ist es soweit. Ich darf das allererste Mal Bugatti fahren. Und zwar einen Chiron Sport 1500 PS, Top Speed 440 km/h. Werden wir natürlich heute easy locker austesten. Es regnet auch nur leicht. Deswegen schneid euch an. Los geht's. Frage, ich bin noch nie Bugatti gefahren. Ja. Ne? Gibt's jetzt irgendeine Limitierung heute? Das Wetter ist ja nicht so perfekt, es nieselt leicht. Sagst du irgendwie, nee, fahr bitte nicht schneller als 200 oder, ne, oder können wir... Oder können die wir einzige da? Limitierung heute wird deine Angst sein. Das finde ich eine gute Antwort. Wir haben den normalen Schlüssel und wir haben den Speedkey, damit wir Vmax freischalten können in dem Auto. Sonst könntest du nur 370 fahren heute. Ja, das wäre nichts. Nein. Bring mir ja den Speedkey. Den billigen Schlüssel wollen wir hier nicht. Oh, schau, da kommt eine Schatulle. Tada! Da ist der Speedkey vom Chiron drin. Der ist auch, nimm mir mal in die Hand. Der ist schwer. Und wie funktioniert das jetzt? Wo setzt man das ein? Zeig's mir gleich alles, ne? Ja. Vor allem. Warte. Ist das überhaupt der Speedkey, den mir die Jungs gebracht haben? Vielleicht ist es eine Attrappe. Nee. Ich glaube, die haben mir den USB-Stick gebracht. Was? Warte. Ich probiere das jetzt. Also der Azubi war. Das muss man hier rausklappen, oder was? Was muss man machen? Das ist nicht der Speedkey. Ja, aber was? Wie, muss ja, ach so, warte mal, es ist... Und darauf haben sie 30 Millionen in Kryptowährungen. Genau. Schnell wieder weg. Luis, das war der USB-Stick von Bugatti. Also ich will gar nicht meinen Azubi Luis, der erst seit wenigen Monaten hier ist, schlecht machen. Das kann passieren. Schau mich an. Und jetzt bringst du mir bitte den Speedkey. Okay. Verstanden. Ich schwöre, ich hätte bis zuletzt hätte ich auch geglaubt, dass es der Speedkey ist. Ich hätte auch geglaubt, dass man wahrscheinlich den USB da einfach irgendwas so reinstecken muss. Wir verkaufen jetzt bei auch absolut USB-Sticks. Aber zu seiner Verteidigung, es sieht verdammt ähnlich aus. Lass uns doch mal, bis das kommt, mal kurz über das Auto sprechen. Rundgang. Also, einfach mal kurz Rundgang. Ja, also, was haben wir? Wir haben ein 2022er Bugatti Chiron Sport. Ja. Das Facelift vom ersten Chiron. Mhm. Wir haben 1500 PS, 16 Zylinder. Mhm. Wir haben das schnellste Serienfahrzeug der Welt. Das finde ich ist angemessen auch für den heutigen Tag. Oder? Ja. Nee, aber ansonsten super schöner Spec. Also ich find's ehrlich super geil. Ja. Mag das sehr. Ne? Mit den roten Details, hinten auch die rote Lackierung. Ich finde auch innen braun ist etwas, holt mich immer mehr ab. Ja. Ich glaube, das kommt wieder. Ich glaube, das große Innenraum-Braun-Revival, das kommt so in den nächsten ein, zwei Jahren. Wie sagt man so schön? Bist du brown, kriegst du Frown? Was du hast bei dem Auto, ist, wirst du auch gleich beim Fahren merken. Wir haben ja den Motor hinter uns sitzen und was dich da an Urgewalt gleich drücken wird nach vorne, auch wie sich das anhört. Es hört sich nicht wie ein Auto an, es hört sich mehr wie ein Triebwerk an. Wir haben übrigens nicht 4, sondern 6 Auspuffrohre. Schau mal das hier an. Schau mal das hier an. Oh, so sexy. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Ach so, innen. Und dann sitzen hier nochmal links und rechts. Ja, stimmt. Das hatte ich schon mal gelernt, habe ich wieder vergessen. Schau. Im Diffusor direkt. Ja. Der Wagen bläst in einer Minute so viel Luft durch wie ein Mensch in 4 Tagen. Mhm. Wie viel bläst du? Weiß ich nicht. Mehr habe ich bei Fakten über das Auto. Keine Ahnung, noch nie gecheckt, wie viel Luft ich durchpuste. Ansonsten zur Verteidigung meines Azubis Luis, der hier. Haben wir's jetzt? Der heute nicht abgemahnt wurde. Mhm. Vielleicht auch doch. Das ist es. Okay. Speedkey. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der heilige Speedkey des Bugatti Chiron. Den werde ich jetzt schön bei mir tragen, wenn ich gleich hier... Das ist der normale Schlüssel. Mhm. Schau mal, hier Speedkey kannst du hier links einstecken. Ach krass. Hier neben dem Fahrersitz. Okay. Das und heißt, dann ist die Vmax aktiviert. Aber dann macht man also... Einmal rumdrehen. Genau. Ansonsten herrlich unaufgeregt. Das Auto hat 2 Sitze, 2 Türen, kostet 3,8 Millionen Euro. Damit liegen wir über dem Listenpreis als Gebrauchtfahrzeug.
Also hätte sich schon mal gelohnt, sich den zu ziehen? Ja. Ja, wir sind ja unheimlich viele Kilometer mit dem Auto gefahren. Das Auto hat mittlerweile 11.500 Kilometer. Und also fährst du in deiner Freizeit ein bisschen zum Spaß? Nein, oder? Nicht zum Spaß, ganz selten zum Spaß, aber oft dann halt auf Events mit. Und beim Gumball sind wir 5.000 Kilometer quer durch Europa das damit gefahren. Das ist das Gumball-Auto? Das ist das Gumball-Auto. Okay, das ist das Auto, das über eine Leiter gefahren ist? Ja. Wir zeigen euch mal kurz, was wir meinen. Da lag einfach eine fette Leiter mitten auf der Autobahn. Das ist lebensgefährlich. Wer schmeißt eine Leiter auf die Autobahn? Somebody lost a letter because it did not secure properly. Yes. And this guy who did this is responsible for that. Yes, he could have killed people. Okay, ja. Gut. Ich würde sagen, einsteigen, Sitzprobe und dann lässt du an. So, erstmal den Sitz ein bisschen nach unten fahren. Sieht also, Leute, das hier ist das Lenkrad. So sieht das Ganze aus. Hier machen wir an gleich. Ja. Ne? So, was hat man sonst noch an Einstellungen? Hier Autobahnzeichen, was heißt das? Genau, dass du praktisch Fahrwerksmodus auf Autobahn machst, dass er schön tief ist, straff abgelegt. Rennstrecke quasi? Rennstrecke, noch? Ganz oben hast du den Komfortmodus. Okay. Und ganz links ist Lift. Okay, alles klar. Also eigentlich relativ easy alles. Ne? Alles komplett nichts aufgeräumt. Hier hast du gleich ganz viele Anzeigen. Ja. Ja, hier habe ich die Uhr zum Aktivieren des Autos. Das ist wichtig. Warte mal, wir drücken mal kurz den Knopf hier. Genau. Ja. Und warte, ich muss die erstmal aufziehen. Jetzt kommt eine Explosion. Ist egal, wir blenden einfach eine Explosion ein. Wir blenden. Warte, er muss die Uhr aufziehen. Die war hat nämlich nur was. Und jetzt. Okay, also. Sitzt sich doch angenehm, oder? Ehrlicherweise super. Also, ja. Fast schon zu entspannt für das, was es eigentlich gleich ist, glaube ich. Ist auch die größte Kritik am Fahrzeug, dass du zu entspannt im Auto bist für das, was der an Leistung hat. Ist das so? Ja. Wenn wir schon hinkriegen. Schlüssel legt man hier so rein? Kannst du auch da reinstecken. Ah ja. Und jetzt lassen wir an. Merkst du schon, ne? Krass. Also erstmal wirklich Dankeschön, dass wir heute fahren dürfen. Gerne. Das ist echt ein absolutes Highlight, ein richtiger Traum für mich gerade. Ich durfte das bisher noch nie machen, hatte noch nie die Chance. Und ja, fahren wir, oder? Ja, schön, Mensch. So, jetzt. Ganz normaler Montag. Oder? Ja. Jeder Montag in Viernheimer, den ich habe. Da kommt immer ein ganz entspannter. Also in der Regel kommt montags immer eine größere Persönlichkeit, so wie jetzt heute auch wieder. Und die noch? Wie bist du heute? Ach so. Ja. Nein, also auch an der Stelle. Also es ist für mich persönlich eine ganz große Auszeichnung, eine Ehre, ja, dass Daniel Abt heute bei mir ist, uns in Viernheim besucht. Er hat sich die Mühe gemacht, aus der Zentrale anzufahren. Du warst auch gute 3 Stunden heute, glaube ich, unterwegs. Zweieinhalb. Ja, all the way up. Du weißt ja. Ja. Das war erstmal das Lift-System hier noch hoch, oder? Genau. Noch weiter. Wo sehe ich das? Bis zum Anschlag und dann kriegst du links im linken Display Lift angezeigt. Ach so. Ah ja, hier sieht man quasi, wo die Stellung ist. Ne? Genau. Ja, macht er jetzt, ne? Das hört sich nach Lift an. Hört sich nach Lift an, ja. Du hast dann aber, du bist jetzt im D noch eins weiter. Jetzt. Jetzt siehst du einen Pfeil unten links. Ja. Genau. Ansonsten, schau mal hier. Hier haben wir ja die Lüftungsanzeige, Temperatur etc. Ja. Wenn wir dann lange hier drauf drücken, haben wir eine Performance-Anzeige. Oh. Und da messen wir heute, du hast 1500 PS. Ja. Die du abrufen kannst. Bislang hast du 12 davon abgerufen beim Rausfahren. Ja. Du bist 11 km/h gefahren. Ja, reicht, und, oder? Ja, mal gucken, was wir heute rausholen. Also wir messen mal mit. Ich glaube, wir müssen nochmal hier diesen. Nee, das passt schon, ne? Noch einmal aktivieren, genau. Sieht man da irgendwo? Nee, das Auto weiß es dann. Ja? Ja. Ja, gut, also dann fahren wir jetzt mal ein Stückchen hier runter. Genau. Ich ziehe jetzt einfach kurz einen Drift. Das geht hier easy, oder? Ja, ja, fährst du quer, siehst du mehr. Auch im Bugatti. Ich meine noch mit der Front, das kriegt man hier hin, ne? Jetzt haben wir das Schlimmste überstanden. So, okay, dann stelle ich das jetzt wieder um auf. Was soll ich gleich machen? Autobahn? Ja, ich würde direkt auf Autobahn gehen. Ja, ansonsten fällt direkt auf, oder? Der Wagen fährt sich einfach. Super smooth. Ja. Also so gar nicht, wie man sich das jetzt im ersten Mal vorstellen würde. Ja, recht. Wenn ich so drüber nachdenke, das erste Mal in so einen Lambo einsteigen. Ein Aventador. Oder ein Aventador, wo du dir denkst, heilige Mutter Gottes, jetzt fällt mir gleich mein Gebiss hier raus, wenn ich noch einmal hochschalte. Ja. Hier, das ist ja unfassbar chillig und entspannt gerade. Also es gibt kein Auto,
in dem ich mehr Ehrfurcht habe als in einem Aventador. Ich setze mich da rein und sehe nichts. Ja. Also ich saß schon mit verschiedenen Personen in diesem Auto. Ja. Daniel ist der erste Mensch, der direkt so keine Ehrfurcht hat. Also Ehrfurcht ja, Respekt auch, aber er ist schon am Gas. Das ist bei anderen nicht der Fall. Andere sind sehr, sehr zögerlich. Ja? Ja. Du hast da schon direkt mehr Zug drin. Ja, warte mal. Ja, ansonsten halt, du hast bequem, ne? Wir sind zwei ausgewachsene Männer. Ich habe irgendwann aufgehört zu wachsen, du bist noch etwas weiter gewachsen. Aber hier, wir stoßen nicht an, wir könnten jetzt hier 1000 Kilometer nebeneinander sitzen. Und man wird nicht müde in dem Wagen, auch von der Soundkulisse, ne? Es zerreißt jetzt nicht dein Gehör. Gar nicht. Nein. Also, du hörst ja jetzt wirklich fast gar nicht, ne? Beim Beschleunigen hörst du es gleich, aber auch das ist sehr angenehm beim Beschleunigen, was der macht. Also, wenn der Wagen nicht 4 Millionen wert ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ansonsten, was dir hier wirklich passiert, wenn du bei 160 voll aufs Gas drückst, dann hast du Wheelspin. Ja? Ja. Ich sag mal, ein Straßenauto, das so 400 fährt, weiß ich jetzt nicht, ob das so unbedingt bei Nässe sein muss. Aber in deinem RS6 würdest du bedenkenlos jetzt bei den Witterungen 300 fahren, wenn es die Straße hergeben würde? Ja. Gut, dann hast du dir die Frage für heute beantwortet. Du provozierst mich. Verkehrswarnung, das gibt es auch in einem Auto. Geil. Wir haben übrigens schon mal einen Golf abgerufen, also wir haben 125 PS eingesetzt. Sehr gut, ne? Wir tasten uns ran. Ja. Gut, wir haben Allrad im Auto. Merkst du? Ja, merkst du das hin? Mich am Arsch. Okay, das war jetzt, ich wollte gerade sagen, es war Halbgas. Du hast gerade einen Aventador eingesetzt. Es war Halbgas. Ja, ja. 700 PS Halbgas. Das Krasse war gerade, dass meine Erwartungshaltung von dem, was mein Fuß macht, zu dem, was passiert ist, überhaupt nicht übereinstimmt. Es war so, okay, ich mache ein bisschen Gas. Und klar, du schallerst halt trotzdem 700 PS hier irgendwie. Ja. Krass. Boah. Boah. Fuck. Boah. Das haben wir jetzt ja auch nur den. Aber du merkst schon, ne? Ja. Nassen ausfahren. Sehr schön. Das war jetzt schon, war gar nichts. Oh, Reifendruck vorne links. Das ist normal, also der Reifendruck, der kommt bei den Kräften nicht mehr hinterher. Einfach ignorieren. Ja, das habe ich auch schon mal beim Dreh gesagt. Ja. Der war aber wirklich immer im Blut. Wenn man das so gewohnt ist, immer zu sagen, ja, ganz ehrlich, ich komme immer mal wieder. Das schon. Dann bin ich auch gefahren. Dann dachte ich mir, oh shit, einfach mal 1,5 Bar verloren. Vielleicht sollten wir mal rechts ranfahren. Auf der Felge fahren macht auch keinen Spaß. Ja. Das erste Kennenlernen. Oh, jetzt tritt er durch. Verdammt. Fuck. Also wir waren jetzt weiter. Durch und durch Profi. Das merkt man mit am Lenkrad sitzt, auch die Souveränität, die du ausstrahlst. Ich bin ein ganz schlechter Beifahrer, aber ich habe in keiner Sekunde gerade irgendwie Angst, dass ich sage, er weiß nicht, was er tut. Ich mache auch ehrlicherweise nicht. Also ich kann schnell Auto fahren, aber ich weiß, ich muss jetzt auch nicht irgendein Leben aufs Spiel setzen. So, wir fahren ja Gott sei Dank auch nur geradeaus und auch nur dann, wenn Platz ist. Ja. Wie viel Tank haben wir? Hälfte. Also noch zweimal Gas geben. Genau.
man sitzt bequem. Also es ist... Also du könntest jetzt damit ins Allgäu zurückfahren. Ja. Also die würden zwar alle im Allgäu sagen, jetzt ist er komplett abgedreht. Größten bei einem Serienfahrzeug verbauten Bremsscheiben. Das merkt man auch. Ja, es ist schon viel Emotion. Der nächste Bugatti wird auch nicht mehr so sein. Auch der nächste, also der Chiron-Nachfolger, es ist schon soweit alles durchgeleakt. Ja. Es wird wieder ein 16-Zylinder, aber wir haben keine 4 Turbolader mehr, sondern 4 E-Motoren. Okay, krass. Ja? Ja. Ja, ist halt die Frage. Diese Hybrid-Geschichten, die Hybrid-Motoren. Ja, dieses. Stell dir mal, du hörst es ja, wie er das ansaugt. Stell dir vor, es fehlen die 4 Turbolader bei dem Fahrzeug. Ja, dieses Unwetter, dann ist der nächste wahrscheinlich mega schnell und es macht einfach so. Ja, das ist echt ein schmaler Spagat. Aktuell wird es noch nicht angenommen, ne, muss man sagen. Aber ich glaube, Bugatti kriegt das auch so hin. Ja. Die werden sich schon was überlegen. Ja. Oh, jetzt haben wir noch mal. Da jetzt klappt's. Jetzt wird's klappen. Ja! 318, 330, 330, 336, 345, 350, 354, 355 km/h, 355 km/h, 1504 PS und guck mal, wie er grinst. Also wenn du Daniel ab jemanden, der schon alles mögliche an Autos gesehen hat, ne, an einem Formel-E-Fahrer, ja, so ein Grinsen entlocken kannst, alles richtig gemacht. Der Montag ist gerettet. Fuck. Ja. Ja. Und der ballert der Urus an uns vorbei. Also echt krass. Ich muss sagen, das Auto liegt so gut. Du fährst 3,55. Du merkst schon irgendwann die Geschwindigkeit, ne? Also klar, wenn noch jemand nimmt, der schreit, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall trotzdem irgendwie noch auf dem Handling, dass man echt denkt, es geht. Alles sind, es geht. Es ist ja alles darauf ausgelegt bei dem Fahrzeug, sowohl die Beschleunigung als auch das Bremsen. Du bremst hier von 350 schneller runter als andere von 250 runterbremsen. Also ganz, ganz krass. Ja. Sehr, sehr geil. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, deswegen das lassen wir so stehen. Da kann ich sehr gut schlafen heute Nacht. Fazit des Ganzen. Sehr geile Experience. Oder? Ja. Abartig. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgeben würde, das steht immer auf anderen Stellen oder auf einem anderen Papier, aber es ist auf jeden Fall, es ist krass, also es ist eine eigene Klasse, finde ich. Ne? Es ist was ganz anderes. Es konkurriert nicht mit dem Rest, es ist eine eigene Klasse, einfach aufgrund der Art und Weise, wie es sich anfühlt, dieses Zurückhaltende und dann diesen Schub, der da kommt. Mhm. Das ist krass. Also wirklich nochmal vielen Dank. War mir eine Freude. Mega. Dankeschön. Und die 400, da müssen wir nachdenken. Das machen wir. Das müssen wir mal gucken, wie wir das richtig machen. Wenn ich dir vielleicht nächstes Mal ein Auto hinbringe. Ne? Also ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja. Und genau. Ja. Die Auslieferung von den 3 Abfahrzeugen, die kommen, verbinden wir mit. Fahren wir nach Kempten. Ja, genau. Mit dem Bahn? Jederzeit. Okay. Jederzeit gut, kommen. Deal. Auslieferungen in Kempten mit Bugatti. Nochmal 500 Kilometer genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut euch auf den Channel von Omid. Und krass, ich muss verarbeiten. Ciao.